In diesem Video seht ihr eines unserer aktuelleren abgeschlossenen Projekte, und zwar haben wir hier Pflanzkübel gebaut aus 3 mm Blech. Jeder dieser Pflanzkübel hat so einen Grundrahmen und die Geraden haben oben noch einen weiteren Aussteifungsrahmen. Der wurde erst auf dem Schweißtisch zusammengeschweißt. Ihr seht, hier in der Ecke sind schon Zapfen angebracht und dann wurden die Seitenteile angeheftet. Hier sind dann Ecknähte zu schweißen und es wurden innen die ganzen benötigten Versteifungen eingeheftet. Ja, danach wurden die Kübel dann innen sowie außen an den Ecknähten verschweißt und an den erforderlichen Stellen verschliffen. Und obendrauf wurde umlaufend noch ein 10 mm Rundstahl angebracht, um das Ganze auszusteifen und die Verletzungsgefahr zu minimieren. Die Pflanzkübel haben im Grundriss alle einen Radius und einer ist dazu zusätzlich noch schräg. Das Ganze wird jetzt zur Baustelle transportiert und dort bepflanzt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne einen Kommentar. Ansonsten, wenn ihr was braucht, könnt ihr euch gerne melden. Und wenn ihr auch Bock habt auf Schweißen, dann meldet euch einfach. Wir brauchen immer gute Leute.